Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AirPod CEO hier auf meinem Kanal. Ja, viele Baumaßnahmen gerade. Wir bauen hier gerade einen Zaun um das Gelände drumherum. Wir bauen hier eine weitere Landebahn. Die andere hatten wir hier abgerissen. Hier bauen wir nochmal eine Rollfeldfahrt, damit wir hier die Flugzeuge hier lang führen können, dass die hier direkt starten können, nicht erst hier die Rollbahn hochfahren und dann starten können, ne? Wäre, glaube ich, wesentlich einfacher dann. Ansonsten sieht es, glaube ich, relativ gut aus, was das angeht. Die scheinen auch wieder vernünftig zu planen, die Leute hier von der Flugplanung, von der automatischen Flugplanung, die scheinen das jetzt, glaube ich, zu machen. Gut. Das ist schon mal in Ordnung. Was können wir sonst machen? Was können wir sonst machen? Wir können den Computerraum verlegen, damit wir das hier freikriegen. Das hier würde ich gern verlegen. Das heißt, den Computerraum würde ich erstmal hierhin verlegen. Jetzt brauchen wir Personalraum, ne? Ja. Wir brauchen hier Personalraum. Personalraum. Personalbereich machen wir weg. Dann kommt hier Personalraum hin. Dann kommt da eine Türe hin und die Wände. Uiuiui, sorry. Und der wird nur für die Administratoren sein. Administratoren? Hallo? Wo sind die? Da unten. Ah. Dann kommen hier noch Tische rein. Anschließend. Also diese Büroarbeitsplätze. Dann können wir das hier zum Beispiel schon mal auflösen. Dann kommt hier auf Dauer eine Rolltreppe rein, die nach oben geht. Glaube ich, oder? Müssen wir mal schauen, wie wir das gestalten. Also wir werden auf jeden Fall noch eine ganze Menge umbauen müssen. Das ist klar. Das Geschäft kommt auf jeden Fall auch noch weg und alles. Da werden wir definitiv ran müssen. So wie sieht das hier aus? Das sieht fast gut aus. Sehr schön. Die Landebahn ist immer noch nicht fertig. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal gut, finde ich. Es kann so weitergehen. 1,8 Millionen haben wir jetzt wieder auf dem Konto. Optimal. Wann soll der eigentlich landen? 0.55 Uhr. Ein bisschen spät, ne? Wie sieht die Zufriedenheit aus? Die sieht eigentlich relativ gut aus. Überall über 100%. Sehr schön. Überall zumindest bei 100%. Ich glaube, hier ist der Zaun schon fertig. Hier ist der Zaun auch schon fertig. Hier oben fehlt noch ein Stück Zaun. Da fehlen noch ein paar Stücke. Und hier halt noch. Ganzes Stück, ne? Aber gut, kriegen die auch noch hin. Das kriegen die auch noch hin.
Dann werde ich nämlich hier die Rolltreppen machen. Ich weiß noch nicht wie. Hier nach oben. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Wie sieht es hier unten aus? Okay, da ist gar kein Terminal. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir nämlich, also ich würde gerne hier eventuell nach oben eine Rolltreppe machen und nach unten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so machen sollen. Die führt nach unten dementsprechend hier und die führt nach oben. Vielleicht am sinnvollsten, ne? Oder ob wir sagen, okay, die hier führt nach oben, die hier führt nach unten. In dem Sinne. Müssen wir gucken, was wir machen, ne? Wir müssen auf jeden Fall verdammt viel umplanen. Das ist klar. Die Check-in-Schalter müssen verlegt werden und und. Also es ist eine ganze Menge Arbeit, die auf uns wartet dadurch. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall ein Terminal bauen. Und das hier. Die Wand wird abgerissen. Dann machen wir nämlich die Check-in-Schalter erstmal hin, soweit. Dann wird das nämlich verlegt hier alles. Alter Falter, so heftig. Weil wir definitiv den Platz brauchen, ne? Das ist das. Kann man das nicht? Nee, kann man gar nicht. Man kann nur den Betriebsmodus ändern, aber. Das können wir aber schon mal abreißen hier. Oder wir machen da den Rollfeldpfad weg.
Das geht nicht, ne? Na, egal, dann reißen wir es ab. Und dann passt das, ne? Dann ist das so, ne? Ah, die sind jetzt die Landebahn am Bauen. Sehr schön. Dann läuft das zumindest auch schon mal. Sehr, sehr gut. Wir können das nämlich abreißen. Dann starten wir nämlich direkt von hier aus. Finde ich schon mal gut. Dann spart das ein bisschen Zeit. Ach, hier haben die auch schon gebaut. Sehr gut. Klasse. Dann werden wir hier die Check-In-Schalter bauen. Personalraum werden wir errichten. Personalraum. Nur für die Fluggastbetreuer. Dann wird hier eine Tür entstehen. Und eine Wand. Dann kommen hier die kleinen Check-In-Schalter hin. Dann wird das hier auch noch Personalbereiche werden. Dann werden wir hier die Computer errichten. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Computerarbeitsplätze. Finde ich auch schon mal nicht schlecht. Zehn, elf, zwölf, 13. 13 Computerarbeitsplätze. Sieht, denke ich mal, ganz gut aus dann. Können die das nämlich auch schon mal bauen? Sehr gut. Das ist fertig, das ist fertig. Ich glaube, dann haben wir das Gröbste geschafft. Dann können wir erstmal ein paar Bauarbeiter nach Hause schicken, glaube ich. 153 Bauarbeiter, wir entlassen mal 100 Bauarbeiter. So viel brauchen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht mehr. Ansonsten können wir den wieder zurückrufen. Auch wenn es gerade relativ schnell geht dadurch. Ich meine, nicht schlecht. Den schließen wir. Den schließen wir. Den können wir schließen. Da läuft noch was. Da läuft auch noch was. Den können wir schließen. Den können wir schließen. Okay. Den können wir schließen. Sehr schön. Den können wir ausschließen. Bei denen läuft noch was, ne? Dann können wir die Toilette hier schließen. Können wir den Raum schon mal löschen. Den Personalraum können wir schon mal löschen. Dann fliegt das nämlich auch schon mal weg. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, umzubauen. Wird jetzt nicht unbedingt schön werden erstmal, aber Hauptsache, die haben hier einen Personalraum, ne? Da können die froh sein.
ist auch nicht unbedingt immer so das, was jeder Mitarbeiter kriegt hier, ne? Im Personalraum. Sollen die froh sein. Können wir das hier schon mal abreißen? Die Wände können wir schon mal abreißen, die Türe. Was wollen die? Zugewiesenes Terminal nicht. Ja, die haben doch hier die Check-In-Schalter. Sollen die noch nicht meckern hier? Ist ja kein Grund zu meckern hier, oder? Ja, so kann es gehen, ne? Ein großer Umbau hier an unserem Flughafen, Leute. Wahnsinn, ne? Na gut, nächste Folge geht's weiter. Ist hier gerade nämlich die Folge zu Ende. In dem Sinne, bis dahin erstmal Servus und Tschüss.